Ich würde den Stahlhersteller machen. Einfach falls man das mal braucht. So, einige Zeit warten. Dann können wir gleich wieder mal schauen, ob wir tatsächlich mehr machen können. Würde mich mehr interessieren. Wir haben jetzt schon ein bisschen was. Ja, gut. Das hat man jetzt auf diese kurze Distanz nicht gesehen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Oh ja, schmelzen. Das ist das nächste, was wir machen. Vielleicht lernen wir neue Teile. Wir müssen halt gefühlt einfach immer alles schmelzen, was wir sehen. So, Abfahrt. Ja, lang bewaffnete Wache. Und danach gucken wir nochmal, was wir jetzt hier zusammen klamüsern können. Schmiede betreten. Schmelzen. Ich würde mich jetzt auch mal an Stufe 2 rantrauen, glaube ich. Ja, weil es geht. Ja, das ist auch nicht so schön. Also schöne Sachen auf Tier 2 haben wir noch gar nicht. Hier haben wir so einen Knauf. Die Parierstange gefällt mir halt nicht. Oh, das Schwert sieht schön aus. Oh ja, so ein bisschen Waffenreichweite noch. Wir brauchen drei, wir brauchen noch einen Stahl, okay. Gut, dass ich das gelernt habe, ne? Ah, und Eisen. Ah, doch, hier. Das Schwert wäre also bereit. Wir könnten es schmieden. We try it. Ja, gut. Ein bisschen was weniger, aber. Ist halt kein Meisterwerk. Ah, guck mal, seht ihr? Margoni-Speerschaft. Und so weiter. Jetzt will ich das Schwert mal sehen. Es hat mehr Schnitt schon mal. Das ist schon mal ganz schön. Ja, das kostet 1,5. Also, ich frage mich, warte mal, wie viel kriege ich, wenn ich das tatsächlich jetzt hier verkaufe? Nee, das ist falsch. Ich muss in den Handel. Ich bekomme 1,5. Also, das ist schon ein Stück, Alter. Kann ich mich jetzt immer nicht beklagen. Und das könnte ich danach nochmal ein. Ich frag mich, könnten wir jetzt einfach mal ganz dreist sein? Okay, 4 war jetzt keiner. War auch keiner. Gut, der 3er ist der einzige, den wir haben. Parierstange. Eine wirklich schöne Parierstange. Das hier und. Ja gut, hier ist nix. 4er nicht. Dann der 3er. Wenn wir die jetzt hier machen lassen. Gut, die Schwertschneide ist halt jetzt nicht so pralle. Aber wir könnten ja theoretisch sagen, gut, wir machen uns hier so ein Schwert. Ob das halt tatsächlich dann auch so ein gleich gutes Schwert dann wird. Oder ob das auch mal fehlschlagen kann. Oder ja. Okay. Gut. Mal ein Angriff. Ich liebe diese Schlachten. Mountain Archers! Sergeant sees all das! Ich glaube, die haben jetzt echt ein Problem. Alter, wie viele nur auf so eine kleine Truppe drauf haben. Und es sind ja nicht nur unsere. Ich glaube, das ist vorbei. Jo, das ging schnell. Es waren 11 Leute gegen 200. 300 fast. Pff, haben wir den Ruf, Alter. So. Aber das wollte ich ja genau deswegen ja nicht. Ich wollte ja gucken, dass ich hier vielleicht so kleine Steppenbanditen oder sowas, weißt du? Dass man die jetzt mal auseinander nimmt. Die sind flott. Die sind schneller als wir, ne? Oh, die sind einiges schneller als wir. Ja, gut. Oh, ja, hier zum Beispiel. Einfach mal hier einmischen. Sag, hilf den Dorfbewohnern.
Das wird jetzt lustig. Horsebowman! Follow your footmen! Follow infantry! Form a shield wall! Und stopp. Cut them down! Ja gut, die haben jetzt echt ein Problem, glaube ich. Oh ja. Da bleiben Leute auch mal hängen. Ich glaube, der Spaß ist vorbei. Die holen den halt direkt runter und zerschmettern den. Wo ist denn der letzte? Hier ist keiner mehr. Jawollo! Wir sind da. Immer wenn ihr uns braucht. Sehr schön. Irgendwas aus feinem Stahl noch bekommen. Ja, fertig. Sehr schön. Ich will mal wieder so eine richtig dicke Truppe auseinandernehmen. Ja, ich meine, 11 ist halt keine dicke Truppe. Okay. Ja, komm. Einmal mit den Truppen drauf. Das geht auch schnell. Wir haben eine verletzte Truppe? Krass. Hätte ich nie erwartet. Ich wünschte manchmal jetzt, wir würden richtige Kriege führen. Mit denen, weil... Also mit... Halt, so, halt richtige Kriege führen, weil... Ja, wir haben eigentlich nicht so ganz gute Sachen hier, ne? Rumlaufen so an Leuten. Achso, wir handeln erstmal und schmeißen unser Zeug raus. Ich meine, überlegt euch das mal. Wir würden jetzt einfach mal einen fetten Krieg führen mit unseren Leuten, unseren neuen Leuten, und würden da jetzt einfach mal so richtig schön sagen, okay, einmal alle weg und dann gucken wir weiter. Das wäre halt genau das, was wir bräuchten. Und Abfahrt. Schmiede betreten. Ach ja, ich muss wieder pennen quasi. Damit ich einmal in die Schmiede kann. Ach ja. Schmiede betreten. Schmelze. Wieder ein, zwei Sachen bekommen. Für einige Zeit warten. Schmiede betreten. Schmelzen. So. Und eigentlich können wir uns nur daran jetzt hochleveln, also es dauert halt ewig, aber was willst du machen? Ich würde gerne nochmal gucken, dass wir hier ein, zwei Level hochkommen. Guck mal. Zurück zum Spiel bitte. Aber auf der anderen Seite will ich euch nicht ständig nerven, vielleicht mache ich das echt mal offscreen, da ich da hocke und die ganze Zeit die Truppen hochleveln. Oh, das sind meine Lieblingsleute hier. Die sind so toll. Ja, einfach mal so ein bisschen die, das Schmieden hochlevel. Ich würde gerne jetzt noch einmal so eine richtig geile Schlacht machen und dann würde ich aber auch mit der Aufnahme heute enden. Es sind halt nur so Billo-Sachen, weißt du? Ihr seht das ja auch. Das sind so 9er Plünderer, wo ich mir halt denke. 50. 50 auf einmal. Oder sollten wir uns als Söldner verdingen bei denen hier? Also ich meine, das wird ja auch gehen. Auf der anderen Seite würden unsere Karawanen immer wieder angegriffen werden können. Dafür habe ich halt Sorge, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ich will dann schon lieber... Ihr seht ja, wo unsere Leute langgehen, ne? Netter Versuch. Hältst du mich für dumm? Angriff. Es sind 14 Leute, so. Oh, Soldiers! Die bekommen take charge! Infantry! Take footmen! Und eins kann. At them! Ich meine, guckt euch das doch mal an. Da laufen halt gerade mal so 14 Popeltypen rum. Und werden halt direkt von den Bogenschützen platt gemacht.
sinnvoll, zumindest zum Teil. So, wenn das passiert, dass wir plötzlich, also dass die sich nicht mehr wissen genau wohin mit sich, dann haben wir gewonnen. Wie sieht das hin? Ey, Bubi. Du versuchst echt abzuhauen. Ja, seid halt Looter, ne? Verbrecher. Alter. Geschafft. Das ging schnell, aber leider keine Level-Ups wieder. Das sind so die letzten i-Tüpfelchen, die noch fehlen. Legionäre gefunden. Und natürlich auch genug zum Leveln wieder an Zeug. Aber das ist alles nicht so das, was man will. So eine 40er-Gruppe, einfach mal so vorbeimarschieren. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Wo man sich so denkt, okay, ihr seid dran. Ja. Ich würde das gerne auch ausprobieren, ob alles klappt und so, ne? Klappt der Move, dass man halt die einen Truppen dann halt freilässt, ne? Und die dann rummarschieren lässt und ja, man selber dann halt guckt, dass man mit den anderen stört, ne? Damit dann halt, oh guck mal hier, Plünderer. Das ist halt, sind halt nur Plünderer, ne? So. Angriff. Ich meine, was glaubt er jetzt? Soldiers! At the mountain archer! Sergeants take soldiers! Und die. Stay close! Oh, guck mal. Und die denken in so einer kleinen Schlucht, dass das alles gut laufen wird. Und gleich kommen hier halt so eine riesige Truppe. Wo du dir halt auch nur noch denkst. What the actual afterglow? Ah, mir fällt was wir. Mir fällt gerade ein, was ich machen könnte. Ich könnte mir mal Wurfspeere holen. Etwas, was ich noch nicht habe. Alter. Zwei weg. Wir werden immer besser mit dem Ding hier. Der ist auch weg. Schön. Zwei Level-Ups. Zwei Level-Ups. Schwere Kuarit. Die hier. Die Nahkämpfer sind halt auch mega wichtig. Damit die halt auch, wenn sie nah rankommen und wir gegnerische Reiter haben, dass sie die halt auch wirklich runterholen können. Aber ich muss zugeben, ich finde keine große Truppe mehr. Wie es aussieht. Und das macht mich ein bisschen traurig, weil wenn dem so sein sollte, dann werde ich jetzt auch leider Gottes die Aufnahmesession beenden. Aber für euch ist ja dann auch wieder nächster Tag und dann läuft ja auch alles wieder. Ja, für euch ist das ja Jacke wie Hose. Für mich aber nicht. Das ist schade. Manchmal überlege ich mir, ob man nicht vielleicht hier so einem richtig auf den Zeiger geht. So einer Truppe und dann einfach mal wegsnaggelt. Keine Ahnung, den hier. Die kann ich so gar nicht leiden. Aus. Ihr wisst Gründen. Schmiede betreten. Ich möchte gerne nochmal alles zuschmelzen. Ich meine, gut, man bekommt dafür andere Sachen. Oder? Ja, das mit der Ausdauer und so ist mir hier. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig. Ich würde gerne mal gucken, wen haben wir da noch? Wir haben doch noch einen Reiter bei uns, ne? Bardulf der Hügel, nee. Adlerauge, Malbert der Laute. Die Wölfin. Kann es sein? Wer ist denn bei uns in der Gruppe? Genau, Selun die Wölfin. Ich meine, ich würde gerne zwei Leute behalten und die kann halt echt nochmal eine Karawane führen. Das ist gerade so mein Gedanke. Wie sieht's denn aus? Okay.
Weil ich habe zwei Leute und ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich meine, wir haben dann auch noch die Reiter und die, die jetzt noch dabei sind, die sollen dann auch mal irgendwann Truppen halten. Wobei, das wäre eigentlich jetzt schon möglich, ne? Ich habe nur Angst, dass denen irgendwas passiert. Wollen wir die einfach mal Truppen halten lassen? Ich meine, also rein vom Finanzieren wird es gehen. Oder? Oder wollen wir warten und so ein bisschen was... Oh, Selun wurde angegriffen. Wo genau? Alter, ja, Mann, die wollte ich haben. Die will ich haben. Diese Riesentruppe. Footman, hear me! Okay. Ihr folgt mir. Ihr macht das, was ihr am besten könnt. Jetzt wird's lustig. Wir treffen auf 73 Soldaten. Also ich gehe mal davon aus, wir werden Leute verlieren, aber es ist mir so scheiße viel wert. Ratz, ein Plünderer weg. Ja, meine Reiter kommen. Jetzt knallt es auch. Aua. Ja, ihr seht, ein leichter Lanzenreiter wurde vom Pferd geprügelt quasi. Alter, Reiter von Rohan oder was? Das ist eine Asi-Taktik hier. Aua. Der ist weg. Da vorne kommt noch einer. Einfach alle platt gemacht. Da hinten rennt noch einer. Ich bin schneller als ihr. Der Gegner flieht. Wir haben nur zwei Verletzte. What the actually? Wow. Gut, da ist noch eine fette Truppe weg, aber... sexy. Und wir haben gleich wieder schwere Lanzenreiter. Also, das war ein Kampf, der war... Der ging echt ab. Jetzt hatten wir doch nochmal unseren fetten Abschlusskampf. Gut, wir haben auch gefühlt alles jetzt wieder abbekommen. Abfahrt. Sehr nice. Drei Verletzte ist okay. Stimmt, wir waren ja nur 15. Weil eine Truppe... wir müssen mal gucken, geht's der unserer Kollegin jetzt gut? Gruppen. Ja. Sie hat überlebt. Das finde ich sehr schön. Genau. Und wir könnten hier ohne Probleme sagen. Wer ist Varric? Das sind wahrscheinlich unsere Leute. Wir könnten das machen, aber ich lasse es. Wir machen gut Geld. Wir machen unsere Karawanen machen gut Geld. Hier läuft's gut. Es ist verrückt, oder? Wie man auf einmal sich gefangen hat. In dem Spiel wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passiert. Also wir waren so am Ende. Ich hatte auch teilweise echt das Gefühl so, ne, jetzt hörst du auf. Jetzt ist auch gut. Das Spiel wird so nichts mehr. Quasi. Und plötzlich hat man sich gefangen in dem Ganzen und dann ging das ab. Warum muss ich jetzt zahlen? Ich will ein bisschen Essen mitnehmen, Diggi. So. Wahrscheinlich wegen den Mistgabeln wieder und sowas. Wegen der Schmülzen.
Ja gut, dann würde ich sagen, ich schmelze das hier nochmal gerade so nebenbei weg. Guck mal, Selin, die Wölfin hat Medizin gelernt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir uns dann wieder mal abmachen und schauen, vielleicht schließen wir uns... Oh. Weiß man wo? Ich würde nämlich jetzt sofort befreien. Selun. Weiß man das? Weil das ist nicht gut. Ich meine, sie hatte eine Karawane, ne? Der Gefangene. Wo? Man sieht halt nicht, wo sie als letztes war. Riskala. Riskala. Da. Riskala ist hier. Die werden wir uns noch holen, also weil Plünderer, Steppenbanditen sollten hier gewesen sein. Da. Da sind welche. Wurde die von denen hochgenommen? Die sind halt viele von denen. Ist wahrscheinlich genau diesen Weg hier gelaufen. Sind Plünderer. Oh, Syratos. Was ist denn jetzt los? Wer? Was ist denn Syratos? Ja gut, okay. Das schaffe ich noch. Das sind wieder die Steppenbanditen. Die ich so gerne hätte. Ich muss dringend nach Syratos. Die Banditen werden halt immer dreister gerade. Okay, hier sind wieder Gebirgsbanditen. Ich krieg die halt nicht, die sind halt viel zu schnell für mich. Doch, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Guti. Ja, nur unsere Kollegin hier ist weg. Ich meine... Das Problem ist... Ja, in der Nähe von Uriskala. Das ist halt so das Problem. Ansonsten geht's denen hier gut. Das finde ich wichtig. Irgendwo da hinten waren die halt. Ich kann da nur mal hinreiten und gucken. Ich glaube auch nicht, dass es diese kleine Truppe war. Alter, wir haben auch mal richtig fett Kohle gemacht. Ist ja irgendwo ein Banditenversteck oder so. Das macht mich gerade mega traurig. Hier sind halt Steppenbanditen, aber was willst du mit zwei Steppenbanditen? Hier ist ein Versteck von Steppenbanditen. Die könnten es sein. Oh ja. Weiß man, wo sie ist? Wo? Okay. Schade. Das ist halt immer so das kleine Problem. Die holen wir uns jetzt aber. Auf die habe ich jetzt gerade... Haben die uns gerade verarscht? Ja, sowas macht mich jetzt dann doch trauriger. Egal. Guti. Würde ich sagen, um diese Probleme kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ist natürlich schade. Ist jetzt bei... Bleibt bei Balkant. Also da ist sie ja jetzt.
Wir könnten sie jetzt auch abholen nochmal. Balkant, wo ist Balkant? Da. Na, die wurde tatsächlich da oben irgendwo dann rausgelassen. Und ja, wir holen sie jetzt mal. Wir haben auch wieder richtig gut Geld gemacht, das freut mich. Hi. Taverne. Gefangene. Oh, wir sind noch Gefangene. Und du kommst wieder mit. Und dann haben wir das jetzt auch. Von daher erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann!